Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren und neuen Angezockt auf meinem Kanal, und zwar Zombie Defense. Zombie Defense ist ein Free-to-Play auf Steam erhältlich und relativ frisch und neu, und da schauen wir mal zusammen rein. Ja, man kann hier erstmal den Schwierigkeitsgrad einstellen, von Normal bis Boss-Challenge, TV-Challenge, Dreimann-Challenge, Albtraum. Und ja, das ist ein Singleplayer-Game. Und dann schauen wir einfach mal rein. Machen wir so normale Mission, würde ich sagen. Highway aus der Hölle. Guten Morgen, Lieutenant, und willkommen an der Front. Ich brauche Ihnen nichts vom Chaos seit dem Ausbruch der Seuche und den Folgen erzählen. Alles, was ab jetzt zählt, ist die Tatsache, dass sich alles ändern soll. Und vieles hängt dabei von Ihnen ab. Die Vorbereitungsphase ist abgeschlossen. Vorhaben, Säubern und Zurückerobern hat begonnen. Unser Stab, HQ, und die Auslöschung der Zombies koordiniert, hat sie zur Route 1 beordert. Um jeden Zombie zu vernichten, den sie in diesem Sektor begegnen, verdrängen sie die Zombies Richtung Süden und halten sie die Stellung, bis Verstärkung eintrifft. Ja, machen wir. Welle 1. Die Wellen 5 und 10 sind größer, als man erwartet. Okay. Willkommen auf dem Schlachtfeld. Hier ist gar keine Musik mehr. Ziehen Sie auf eine Zone, um sie zu aktivieren. Nehmen wir die gelbe. Recruits. Ja, machen wir. Get ready! Doppeltippe auf eine Zone, um einen Soldaten dorthin zu bewegen. Sure. Gut gemacht, okay. Sure. Okay, wir können nur eine Einheit kaufen. Oder? Tippen Sie auf den Soldaten-Icon, um ihn zu rekrutieren. Ah. Jo. Gut, hier haben wir noch Gesundheit. Okay, und weiter geht's. Enemy spotted. Sehr komisches Game. Also, da muss man erstmal mit klarkommen. Yeah, komm. What? I'm on it. Ja, warten wir, bis sie kommen. Na los, bisschen schneller. Geschafft. Bonus 100. Welle 2. Widerstandsfähigkeit 60. Na komm, geh mal dahin. Receiving transmission. Okay. Die machen das ja schon. Na, auf jeden Fall. Runden. Das passt schon. Ja, Welle 2 geschafft. Jetzt kommt Welle 3. Supply crate available. Enemy spotted. Ja, geh mal dahin. Supply crate collected. Let's move. Ha. Cover! Bam! Naja, ich sag mal so, das ist halt, also wer wirklich auf Mega-Action erwartet hat oder so, ist es natürlich nicht. Welle 4. Enemy spotted. Okay. Ja, man kann sie aber befördern. Cool. Okay, dann sollen sie mal loslegen. Na gut, ich sag mal, das ist halt einfach nur kurz warten. Hier oben sieht man, wie viele Zombies noch da sind. Ja, los, schieß. Das hört sich schon ziemlich ungesund an. Jo, Welle 4 geschafft. $250. Letzte Zombie-Welle, Widerstandsfähigkeit. Achtung, Maschinenkanonen schießt nicht auf Crawler. Enemy spotted. Ah, so, nee, wollen wir nicht. Howdy.
So, ein bisschen verschieben. Damit der nicht gesnackt wird. Dann hau ihn doch um da. Dann kipp doch um. Jawohl, weg ist er. Das hat ja viel mit Warten zu tun. Sauber. Ach komm. Letzte Welle geschafft, Nummer 52 als Bonus. More Stars kann man gewinnen, wollen wir aber nicht. Wir haben $3.823 bekommen, 10% bla und blub, Bonus 52, Gesamtverdienst 4.455. Jo. Oh, was ist das denn hier? Jetzt kann man hier noch Guthaben ausgeben. Aha, aha. Heilungskosten, Regeneration, Teamgröße kann man sich erweitern. Teamgröße 4 erhöht die maximale Größe des Trupps. Na, ja, wir haben. Wieso können wir die Sachen nicht freischalten? Wir haben 4000. Okay. Also, man kann auf jeden Fall ordentlich skillen. Aber hier wahrscheinlich mindestens. Gut, das können wir nicht. APC, Luftangriff, Schaden plus 10. Schaden ist aber gut. Ach, da steht aktivieren. Ha. Naja, obwohl Reichweite können wir nicht, kostet 5000. Schade. Schaden aller Waffe um 10% erhöht. Ja, machen wir mal. Ja, und so geht das weiter und so fort. Und das war erstmal ein ganz kurzer Einblick. Was ist denn Zombie Defense? Also ich sag mal, es ist jetzt, wenn jemand mehr erwartet, oder mehr erwartet hat, dann muss ich ihn enttäuschen. Das Spiel ist einfach ziemlich easy gehalten. Es ist auch ein Handy-Game, habe ich in den Reviews bei Steam gelesen. Und ansonsten, ja. Ein kleines nettes Spiel kann man mal machen, wenn man sich ein bisschen ransetzen möchte und ein bisschen splattern will. Ist es nicht so wie jetzt zum Beispiel Left 4 Dead, wo man richtig splattern kann, wo man Action hat und hier und da. Aber so nebenbei ein bisschen zocken kann man es auf jeden Fall mal. Habt ihr schon mal gespielt? Wenn ja, wie weit seid ihr gekommen? Oder wie ist eure Meinung zu diesem Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Angezockt wieder. Danke fürs Zusehen, habt einen wunderprächtigen Tag und haut rein, Leute!